Neuseeland-Reise während unseres Working Holidays finanziert haben. Warum du das auch kannst. Einen wunderschönen guten Tag aus Neuseeland. Ja, heute möchte ich dir ein bisschen erzählen darüber, wie wir uns unsere Neuseeland-Reise 2016 bis 2017 während unseres Working Holidays finanziert haben. Und ja, warum du das auch kannst und was man so alles an spannenden Erlebnissen und Jobs hier in Neuseeland haben kann. Ja, wir waren, beziehungsweise meine damalige Freundin und ich, waren 2016 bis 2017 auf unserem eigenen Working Holiday hier in Neuseeland. Und ja, wie die meisten Backpacker hatten wir nicht genügend Ersparnisse, um einfach ein ganzes Jahr ohne Arbeit zu reisen. Und ehrlicherweise muss ich auch sagen, lebt so ein Working Holiday auch davon, dass man eben hier vor Ort arbeitet, weil da lernt man andere Kulturen kennen, man lernt andere Backpacker kennen, man muss sich auf neue Situationen einstellen. Also man lernt da persönlich eigentlich sehr viel draus, finde ich. Und wir haben einen relativ einfachen Weg gewählt, um hier Arbeit zu finden. Und zwar haben wir im Normalfall auf verschiedenen Farmen hier vor Ort gearbeitet. Warum haben wir auf verschiedenen Farmen gearbeitet? A, ich selber war schon 10 Jahre im normalen Berufsleben, habe jeden Tag drinnen gearbeitet und deswegen wollte ich einfach mal was anderes ausprobieren. Draußen arbeiten, habe ich dann festgestellt, ist einfach was ganz anderes. Man hat Sonne in den meisten Farmen oder auf den meisten Farmen arbeitet man nur bei gutem Wetter. Das heißt, wenn das Wetter schlecht ist, kann man irgendwas anderes machen, hat man frei. Wenn das Wetter gut ist, arbeitet man draußen. Sonnencreme nicht vergessen in Neuseeland, das ist immer sehr, sehr wichtig hier, egal ob es bewölkt ist oder Winter oder Sommer, die Sonne brutzelt schon ganz gut. Ja, und auf diesen Farmen haben wir dann Früchte oder also Obst oder Gemüse geerntet, gepflanzt, teilweise Unkraut gejätet und sowas alles. Und durch den eigentlich ganz guten Mindestlohn, der ist jetzt 2021 bei $20 die Stunde. Das sind umgerechnet so um die 13 Euro ein bisschen was pro Stunde. Dadurch hat man eigentlich ja, ein ganz gutes Einkommen. Und wir haben im Normalfall immer nur ein paar Wochen gearbeitet. Meistens so 4 bis 6 Wochen. Und dann sind wir weitergereist, haben uns einen neuen schönen Platz gesucht, haben neue Leute kennengelernt. Und dann haben wir einen Monat gereist oder so. Haben uns angeschaut, was wir sehen wollten. Und wenn wir das erledigt hatten, haben wir uns eine neue Farm gesucht. Insgesamt hatte ich in Neuseeland, ich glaube, es waren 4 verschiedene Arbeitgeber. Das heißt, ich habe bei einem Arbeitgeber relativ lange verbracht. Da war ich fast 3 Monate, weil das einfach ein cooler Typ war und das hat Spaß gemacht. Und bei den anderen waren wir teilweise, beim kürzesten waren wir nur 2 Wochen. Das hat einfach nicht so gut gepasst. Aber das ist auch das Schöne hier in Neuseeland, also während deines Working Holiday, du gehst im Normalfall keine langen Arbeitsverträge ein. Das heißt, achte darauf, wenn du spontan bleiben willst, dann guck immer, dass du irgendwo bist, wo du Teil eines Teams bist. Und dann kannst du auch meistens mit wenig Vorlaufzeit einfach weiterreisen, wenn du denkst, jetzt habe ich genug. Ja, und in dem Sinne haben wir mit den 4 Monaten plus ein bisschen House-Sitting und ein bisschen Woofing hier in Neuseeland haben wir dann unsere gesamten 12 Monate hier verbracht und haben eben hier vor Ort in Neuseeland einfach das Geld verdient, was wir vor Ort auch wieder ausgegeben haben. Aus unseren Ersparnissen, also natürlich hatten wir Ersparnisse, als wir nach Neuseeland gekommen sind, und aus unseren Ersparnissen haben wir vor allen Dingen das Auto gekauft, in dem wir dann auch gelebt haben. Das hat natürlich auch enorm geholfen, die Kosten zu reduzieren. Und ja, ansonsten musste ich eigentlich keine Ersparnisse aus Deutschland mitbringen. Fürs Visum brauchst du aktuell, Stand heute, 4.200 Neuseeland-Dollar. Das sind so um die 2.500 Euro, die du da nachweisen musst beim Antrag und bei der Einreise. Aber eben, ich sag mal, mit diesem Geld, also mit 2.500 Euro, das kannst du natürlich entweder zum Leben nutzen oder du hast mehr Ersparnisse und nutzt einfach weniger oder du nutzt eigentlich fast gar nichts von deinen Ersparnissen und arbeitest halt hier vor Ort dann mehr. Ja, ich habe über die Zeit jetzt ganz viele verschiedene Backpacker kennengelernt. Einige, die
extrem viel gearbeitet haben. Also ich kenne einige wenige, die wirklich fast die vollen 12 Monate gearbeitet haben. Und die haben dann auch teilweise sehr hochwertige Jobs bekommen, die auch besser bezahlt waren als Mindestlohn. Aber ehrlicherweise für mich selber, das Working Holiday, das ist halt zum Entdecken und zum Erleben da. Und für mich war es einfach diese Mischung aus Arbeiten und Reisen. Ne? Work and Holiday, es steckt ja schon im Namen. Und deswegen haben wir so unsere Reise finanziert, sind am Ende sogar nach dem Autoverkauf dann mit ein paar tausend Dollar mehr zurückgekommen nach Deutschland, als wir vorher hatten. Und ja, das waren unsere Erfahrungen, meine Erfahrungen aus der Working Holiday Zeit. Jetzt stellt sich die Frage, wenn du nach Neuseeland gehen möchtest, was sind deine Befürchtungen? Hast du Sorgen, dass du in Deutschland nicht die nötigen Ersparnisse zusammenkriegst? Hast du Angst, dass du keinen Job findest hier in Neuseeland? Was sind deine Sorgen und Nöte? Ich würde mich freuen, wenn du dazu einfach einen Kommentar hier unter dem Video dalässt. Und dann beantworte ich natürlich die Fragen. Wir haben auch einige Tipps und Tricks ja bei uns im Blog, zum Beispiel zur Jobsuche. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn du uns ein Abo dalässt, einen Daumen hoch für das Video oder unseren Blog besuchst unter projekt-neuseeland.de. Das war's von mir für heute. Ich bin Julian von Projekt Neuseeland und berichte hier live aus Neuseeland nach wie vor. Ciao, ciao.